Michael Zanter ist bei mir von den Organisatoren. Michael, schönen guten Morgen. Du siehst zufrieden aus. Gestern war schon ein ganz guter nächsten Tag. Ja, gestern war ein ganz guter nächsten Tag. Wir haben eine Zölle gekriegt. Es waren 10.800 Visiteuren. Das ist sogar ganz leicht ein bisschen mehr wie letztes Jahr am Freitag. Das ist ja schon super. Heute, wie gerade gesagt, geht es Siedlung und nach Proper gewäscht, für das jederin dünner kann kommen. Temperaturen sind an sich ideal, weil wenn es so dick wärmer ist, das hätten wir auch schon in Ettelbrück-Plasch, da bleiben die Leute Männer lang, ne? Das heißt, hier können die Leute wirklich an aller Ruhe, an aller agréable Ambiance genießen. Ja? Genau, das habe ich gesehen. Also, ich hatte das Gefühl, dass gestern hätte ich gemerkt, wäre mehr Leute da, aber das ist wahrscheinlich der Fakt, dass wenn es nicht so warm ist, da bleiben die Leute auch mehr lang. Sie vielleicht nicht mehr besichern, andere Zölle mit Leuten bleiben länger. Dass sie das etwas wichtig ist, dass wir alle eine ganz flotte Chance haben und dass die Leute gerne bleiben. Schön, schon so der riesige Sitz, den schon mal ein so groß war, die hat immer ein Brücke mit beigeholfen, für die andere Seite von der Uhrzeit rein Perz zu gestalten. Genau, das ist ein Terrain von 3,5 Hektar dabei gekommen. Das ist ein Ball, also 9,5 rund 10 Hektar. Und wir hatten nicht darüber geschwärzt, weil die Haut wird da vielleicht noch ein bisschen mit durchwissen lassen. Es sind über 15% von der Fläche, die überdeckt sind mit Zelten. Also wir haben mehr wie, also das, was vorher selber abgerichtet wird, 64 Zelte, das sind 85 Zelte, das ist 1,1 Hektar just Zeltfläche, die wir haben. Und da sind noch ein paar rund 60 Zelte auch noch von der Stelle dabei. Das ist auch, wenn wir ein bisschen mehr reden, das können die nicht mehr in der Dach. Hier sehen wir flotte Bilder, du kannst sie vielleicht kurz kommentieren von der Ouvertüre, die gestern natürlich ganz am Zeichen vom Runden Anniversär stand. Genau, also es war eine super Ouvertüre, natürlich, wir hatten ganz viele Ehrengäste, sogar 10 Ministerin, die da waren, aber auch alles, was aus der Landwirtschaft, rund um die Landwirtschaft, als Deputierten, waren da, und ich meine, wir hatten wirklich eine ganz, ganz flotte Ouvertüre, um für die 40 Jahre dann auch Eierbett zu zelebrieren. Matthias als Moderator, den auch schon lange dabei ist, Kamil. Der Schmieze Pol, nicht zu vergessen. Der Schmieze Pol, voilà, den Mr. Frey Kohl. Sie hat feiert Frey Kohl gemacht. Sie konnte gestern ganz großen Applaus mir noch gedurcht, also in den Nickel Krack gedurcht. Auch in, also gemengen Techniker, der Chef des Services, den auch viel vorher geliefert hat. Etwa, den habe ich gesagt, auch mit flotter Musik animiert. Sie sind auch ein bisschen matt gerückt. Der Jean-Paul Schaff, also ein Bourgmeister danach, an der guten Tierregäste, die auch gestern auf der Tribüne geschwärzt haben. Und natürlich zum Schluss dann Kadoen, das war wirklich ein ganz flott Feier. Und dann noch natürlich der Koch, feiert schon auf der Ecole, den wir dann zusammen noch geschnitten haben und auch ein paar zusammen hier in der Deichhalle getrunken. An der Kuch hat schon eine Doppelbedeutung, nicht nur die 40 Jahre von Ecole, sondern auch 100 Jahre Herdbuchverband, das den anderen großen Anniversär, den hier gefeiert wird. Genau, 100 Jahre Herdbuchverband, auch sie feiern mal den Geburtstag des Jahr und haben auch mal zusammen also invitiert ne, auf die Vertüren und mit ihnen zusammen dürfen wir dann noch das Jahr freuen. Aber alle Leute, die bin sicher, die werden noch hinkommen. Wie lange bist du noch dabei? Es sind noch, also ich war für dich 2008 dabei, das war dann am Kader vom 125-jährigen Jubiläum von der Ackerbauschule. Und du warst in 2 Jahren nicht dabei, und sind 2011, dann noch rund 12 Jahre, wo ich dann mit dabei bin. Und ich muss sagen, dass alle Jahre mehr spannend wie in einer. Und das ist eine Riesenorganisation, was vielleicht nicht immer so abfällt, aber du siehst ganz, ganz viele Leute rundherum, die Tettelbrücker Gemeinde als ich, die ja ganz viel Logistik müssen liefern. Ne? Genau, also ich meine, das ist nicht eine Sache, wo 2, 3 Leute oder so machen. Wir sind zwar im Büro, wo wir zu 3, 4 permanent am Gang sind, darunter zu planen. Aber das sind all die Gemengeservices, die Serviceregie, die Serviceindustrielle, aus dem Sekretariat. Also ich gehe so, das sind rund 100 Leute, die für alle Mann in den Wochen vier drin intensiv mit zu planen. Wir haben auch angefangen, konkret hier im Sit, sind da dem 1. Juni, als hier abgerichtet gehen. Den ganzen Terrain als klotteriert gehen, das sind Kilometer Klotte, die gesagt sind, sind Kilometer Kabel, die gelöscht gehen. Dann kommen neue Zelte, die 85 Zelte, wo das kriegst, dann auch, das ist 35 auf 80 Meter lang, also ein Perzzelt von 25 auf 80 Meter lang. Das sind riesige Infrastrukturen, die dann abgerichtet gehen und dann auch bei anderen Managern die Nachschläge machen. Mhm. Am Video haben wir schon einen ganzen vielen Kaupkanner gesehen. Hier sind wir schon am Deicher im NRW. Das ist der Chain doch und der Frau Agricole. Ich meine, das ist so dankbar für euch, an ein zufriedenes, frohes Kannergesicht zu gucken, weil wo seid ihr DAX nach einem Kau und Deier, das ist so schön, hier alles bei Ihnen zu hören. Ne? Genau, ich meine, also das Frau Agricole ist auch so beliebt, weil eben einfach etwas ist, wo sie Frieden sich zurückfindet. Sie ganz oft Kanner, das mir gemacht, die kommen ja freudig. Gestern hat man über 3000 Schulkanner, die hier waren.
die kriegen dann noch ein Ticket für ein Thema. Und da ist der Retour ganz, ganz groß, dass sie wirklich Kanner, die ihren Eltern so kommen, gehen dann ein zurück dahin. Und wenn Kanner gerne bleiben, da bleiben die Eltern noch. Und die Kanner amüsieren sich, sie workshoppen dort, kann ich sagen, kann ich teilen natürlich, auch teilweise aufpacken. Und so machen die Eltern noch gut Zeit für den Aussteller. Auch vielleicht mal lieber den Wein oder ein anderes Patchen sich zu machen. Vielleicht noch ein Wort zu der Deichhalle, die komplett changiert hat per rapport zu früher. Du hast gesagt, wir setzen die ganz an Zeichen für so Schmerzen zu euch. Genau, also Deichhalle, wenn ich das gesagt habe, vielleicht sehen wir noch ein paar Bilder über den Fernsehen, mir das am Anfang wirklich. Ja, eine richtige Landschaft gehen, es geht in durch Lützeburg, das mega, also dekoriert gehen mit Holz, mit Pflanzen. Es sind drei Kamionen Pflanzen, die geliefert gehen, für den Dekor zu machen. Und da haben wir natürlich das Beste vom Besten von Lützeburg, alle guten als Produzenten, Fusselschmerz Lützeburg und auch noch für Transformateuren, die an der Deichhalle sind. Hier ist der Moment, wo ich noch kann degustieren, schmecken, den Produzenten kennenlernen, noch sehen, der weiß, wie er produziert. Vergiss mir aber auch nicht, den Kaktus darf man nehmen, die auch 400 Deichhalle groß zählt und Matthiere Food Heroes. Also ich gehe so an alles, was von Lützeburg essen und trinken ist, das von den hier auf der Platz an, kann ich schmecken und sich mit Leuten erhalten. Du kannst bestimmt auf der ersten Seite von der Bild-Zeitung jahrelang stehen, du Liebe isst. Wenn ich dich frage, Foire Agricole ist, was isst du dann? Ein großer Spaß für uns alle gut. Eine Flottanimation, ich gehe so an eine Aventur. Der Nikotin ist nämlich gestern mit der Selbstwichter froh, was das für ihr ist, Foire Agricole, ein bisschen mit Mikro rundherum. Und wir gucken uns noch mal zusammen, nun, was Leute, ob die froh, was das für ihr ist, Foire Agricole, geantwortet. Foire Agricole, das ist ein Teil von meinem Leben. Das ist das 31 Jahre, dass ich hier hinkomme, möchte man immer Spaß. Und das ist immer fröhlich für die anderen, die frohe Leute zu sehen. Und immer die Neid, das ist immer eine Neuerung hier. Und geht immer mit professionell. Wenn ihr nicht gesagt wie das hier aufgezogen ist. Fantastisch. All Respekt an die Organisatoren. Ganz viele Bauern, Land, das beste Essen, die besten Kräuter, die besten Wes, alles. Alles, was ihr braucht, um glücklich und gesund zu sein. Wenn ihr gesagt, wie viele Leute hier kommen und noch Leute, die Interesse haben, auch mal unten Details, dass sie wirklich gesehen wie zusammenhängen sind. Deichen und Stand für Kuchen für nächstes Jahr, für die Schule. Foire Agricole, das sind Konkurre und hauptsächlich von Fleischfeuer, also Limousin, mein Gras. Das sind immer flotte Erlebnisse. Ich bin früher immer mit meinen Schülern hier hinkommen. Hier kommt schon mit meinen Kamera hin und das ist immer flott für einen Alm, für die Tiere, mal ein live zu sehen. Das ist noch eine Zeit, immer mit den Eltern hier hinkommen. Und das war so eine Tradition gewesen. Und das bleibt noch so. Hier komme ich mit meinen Mädchen hin. Und da gibt es ein paar. Über verschiedene kann ich nicht schwätzen. Wenn ich hier als Privaten hier kann, das labert viel, die sich wollen, kann ich in den Stand gucken gehen, kann ich da durchgehen. Das ist angenehm. Und das ist einfach ein schönes Moment. Und kriegt ihr die Menschen viel mit. Ich wünsche mir vor, dass sie den selbigen Dynamismus behalten. Also die letzten 40 Jahre gewissen hat, dass sich an dem selbigen Rhythmus weiterentwickelt bei der Landwirtschaft, also ein ganz moderner Sektor. Beaucoup de succès et encore 10 ans de plein succès ici à Etelbruck. Wir wünschen Ihnen, dass die nächsten 10 Jahre genauso gut laufen wie die ersten 40, damit wir dann ein tolles 50-Jähriges feiern können. Ja, gestern hat ihr Kind in der Regierungsrat und ein ganz Chambersession hier aufhören. So viele Promi werden heute alle paar von Ihnen gesehen. Auch das eiert natürlich für Agricola seine Organisatoren. An der Mitte um 3 Uhr könnt ihr noch den Grand Ducari. Auch das ist eine Tradition, dass der Großherzoglich in Haft einen Besuch hat. Ob das vor möchte, sie auch quasi Nopern heute zu bieten. Der Chef Bohnen ist auch dabei. Komm, Chef, guten Morgen. Du tät sich gut tun, die Leute sind in der Weg, kommen nach hinten. Aber natürlich ist es wichtig, sich zu renseignieren, wie das am besten geht. RWE.lu hast du eine gute Adresse an den öffentlichen Transport für ein nachhaltiges Event. Das ist natürlich der beste Plan. Ja, genau. Bei unserem Sit kann ich alle Wege erfahren für hinten. Und ich meine, du hast gesagt, Etelbruck hat ein Gär. Auch viele Busse kommen aus Etelbruck und den öffentlichen Transport ist natürlich EW für hinten zu kommen. Daneben haben wir ein paar gerne reiten. Für die Leute, die aus dem Süden mal kommen, so nicht über die Autobahn, als das einfach zu Colmar aufzufahren, auf der Parkenreit Karlshaf. Und von dort haben wir heute drei Busse, die fahren. Also da werden die Menge nicht ganz lang, weil das nicht weit. Da sind alle 10 Minuten nur ein Bus für Rofai auf der Sitz. Und dann für die Leute, die aus dem Norden kommen, als der Parkenreit Angeldorf,
natürlich optimal. Und für die, die nicht können losen, aber bis bei wollen fahren, muss ein großer Parking scheren, direkt, wo ihr dann über den Brick direkt an unser Sitz könnt, ob unser Sitz. D'Entrée-Spilier kriegt ihn auch online, braucht ihn just digital da mitzubringen, kein Papier, Paperless, also auch da der ganz nachhaltige Punkt, ne? Voilà, wenn ich will, dann will ich am Auto oder am Bus dann den Billier holen, kann ich das über diese Sit machen und dann das halt vierweisen und dann kann ich direkt dran. Kann ich auch auf der Platz, wo man nach drei Käse, wo ich kann D'Entrée-Spilier kaufen. Ganz sozial preiser? D'Entrée ist 8 Euro für Erwachsene und kann eine Begleitung von einem Erwachsenen bis 16 Jahre sein, gratis. Ich meine, das für die Familie gemacht. Das paar Kilometer, ne? Wir sind mit dem Drohnen gestern drüber geflogen, von Mengen bis zu Männern. Das heißt, auch mit vielen Zelten. Das ist eine wichtige Information für heute, wo es noch besser reden soll gehen. Also die Leute kommen überall in der, sie brauchen nicht lang, um ein Problem durch den Rhein zu gehen. Ne? Genau, das ist ein leichter kleiner Rhein. Da draußen, du siehst, viele Zelten können immer in der gehen. Der Schal, meinst du, mich hat schon so geschwert, dass der Wert für ranzukommen. Also ich meine nicht, dass er in den Buckel heil und er haut richtig nass kriegt. Vielleicht den zwei Highlights von dir rausgepickt hat. Was gibst du den Leuten besonders ins Herz lehnen? Ich denke, am Perzdorf schauen und eigentlich, das kann ich einfach rekommendieren. Gestern haben sie erst mit der Kanne nach Atelier gemacht und haben das der Weg, wo sie starten, wo das größte Programm startet. Und dann noch für, wie die Leute gesagt haben, wenn sie gerne Tiere gesehen haben, eigentlich kommen sie ins Zelt und dann noch kleine Tiere ziehen das Zelt. Also, gut für jeder Reden. Gut, merci dir zwei. Wir wünschen dir einen schönen Tag, also wie alle Leute hier hinkommen.